Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Es ist ja unbestritten, dass die Lehrerausbildung auf neue Herausforderungen einzustellen eine der größten oder der wichtigsten Schlüsselstellen im Bildungswesen ist. Und der Problemdruck, der ist ja an den Schulen auch spürbar. Wir haben in dieser Woche im Ausschuss nochmal über das Thema Inklusion gesprochen, inklusive Bildung. Und wer sich vor Ort umhört, der weiß ja, dass das eine Herausforderung ist, die jetzt in den Schulen anliegt. Und insofern ist es auch richtig, dass die Länder sich bereits auf den Weg gemacht haben, Fachdidaktik gestärkt haben, Praxisphasen gestärkt haben in der Lehrerausbildung, Lehrerbildungszentren an den Hochschulen eingerichtet haben. Und es ist gut und es ist richtig, dass der Bund und die Länder sich vereinbart haben, gemeinsam und verstärkt diesen Weg fortzusetzen. Das erkennen wir natürlich ausdrücklich an. Und es ist auch ein, ich will nur sagen, genauso wie beim Hochschulpakt, es ist eine gemeinsame Leistung von Bund und Ländern und eben nicht nur eine des Bundes. Die zusätzlichen Mittel aus der Qualitätsoffensive, 50 Millionen Euro pro Jahr, die werden helfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und den Transfer zu beschleunigen. Wir können die Debatte über die Anträge auch ein bisschen abkürzen, weil viele Erkenntnisse, viele Forderungen aus den Anträgen, die vorliegen, auch berücksichtigt werden sollten. Wir sollten aber auch nicht vergessen, was die Länder heute schon tun, und das gilt auch für die finanzielle Seite. In meinem Bundesland, Nordrhein-Westfalen beispielsweise, werden aus der Qualitätsoffensive etwa 10 Millionen Euro, zumindest wenn es nach Königsteiner Schlüssel geht, die neue Formel habe ich noch nicht ganz durchblickt, wird das Bundesland Nordrhein-Westfalen etwa 10 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Zusätzlich wendet das Land aber in diesem Jahr schon zusätzlich zu den bisherigen Aufwendungen 19 Millionen Euro pro Jahr für die Weiterentwicklung des Lehramtes, für die besonderen Bedürfnisse der inklusiven Bildung auf. Und das zeigt doch zusammen, nur gemeinsam können Bund und Länder eben die Lehramtsausbildung neu profilieren und dem Fachkräftemangel begegnen. Und wir sollten das auch nicht künstlich trennen an dieser Stelle. Ich will, weil wir uns ja gar nicht über diese gemeinsame Aktivität von Bund und Ländern im Großen und Ganzen streiten müssen, nur einige Punkte nennen, die aus unserer Sicht in der Qualitätsoffensive noch der weiteren Berücksichtigung bedürfen. Inklusion, Heterogenität ist ausdrücklich ein Schwerpunkt der Bund-Länder-Vereinbarung. Das begrüßen wir, aber ich will auch noch einige Punkte benennen. Erstens, wir sprechen alle über frühzeitige Berufsorientierung, die einsetzen soll ab Klasse 7 oder 8. Und das stellt natürlich auch zusätzliche Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer. Manche sind auf diese oder fühlen sich auf diese aufgrund ihrer bisherigen Ausbildung, auch aufgrund der spezifischen Lehrerbiografie, zumindest an allgemeinbildenden Schulen, nicht immer ausreichend vorbereitet. Und deshalb wäre es auch gut, wenn die Qualitätsoffensive auch Projekte aus diesem Bereich auslösen würde. Im Übrigen ein Punkt, der aus meiner Sicht öffentlich noch nicht die Aufmerksamkeit erfährt, insbesondere im gewerblich-technischen Bereich der berufsbildenden Schulen, zeichnet sich ein Lehrermangel ab. Und deshalb müssen wir gemeinsam darauf achten, dass die speziellen Belange von Berufsschulen und Berufskollegs auch einen prominenten Platz in der Qualitätsoffensive erhalten. Zweitens, die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft hat in der vergangenen Woche, glaube ich, in der vergangenen Sitzungswoche hier, die Konsequenzen der Digitalisierung unseres Alltags für die Bildung beschrieben. Schülerinnen und Schüler, die müssen Medienkompetenz erwerben können, um sich in der digitalen Welt eben selbstbestimmt und auch kritisch bewegen zu können. Das ist nicht nur eine Frage der Ausstattung mit digitalen Lernmitteln. Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Aber es ist auch vor allen Dingen eine Frage der Aus- und Fortbildung derjenigen, die Medienkompetenz vermitteln sollen. Deshalb die herzliche Bitte an den Bund und die Länder, auch dieses Thema Digitalisierung von Schule, Digitalisierung von Bildung ebenfalls in der Qualitätsoffensive zu verankern. Und drittens, wir brauchen eine schnelle Schnittstelle. Und zwar eine schnelle Schnittstelle zwischen den Erkenntnissen der Bildungsforschung, der Staatssekretär hat es gerade schon angesprochen, und dem Lehrerberuf. Und deswegen gehört zu Recht auch in die Bund-Länder-Vereinbarung der Blick auf die gesamte Lehrerbiografie, auf die gesamte Berufsbiografie. Deshalb gehört auch die Fortbildung zu Recht zum Blickfeld der Qualitätsoffensive. Ich bin der Meinung, dass die Hochschulen sich hier auch noch stärker öffnen und profilieren müssen, denn wir können eben nicht nur auf die zukünftige Lehrergeneration schauen, sondern wir müssen auch die in den Blick nehmen, die auch heute schon im Dienst sind und noch viele Jahre bleiben werden. Und viertens, Schulen, die sich zu ihrem kommunalen Umfeld öffnen, Ganztagsschulen zumal, das haben wir aus aktuellen Studien auch wieder lesen können, werden zu offenen Häusern des Lernens, in denen viele pädagogische Professionen zusammenarbeiten sollen. Und auch das gehört zu den Anforderungen des Lehrerberufs. In diesem Zusammenhang haben Bund und Länder deshalb mit der Einrichtung von 3.000 Schulsozialarbeiterstellen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets dafür gesorgt,
dass Lehrerinnen und Lehrer auch von Aufgaben im familiären Umfeld, bei der Berufsorientierung und an anderer Stelle entlastet werden. Und diese Stellen, das werden Sie alle aus Ihrer Arbeit vor Ort wissen, die letztlich auch auf den Druck von Rot-Grün geschaffen worden sind, die haben sich in der Praxis bewährt. Und deshalb ist es umso unverständlicher, dass die zuständige Bundesarbeitsministerin sich bislang verweigert, die Finanzierung dieser Stellen, die Ende 2013 ausläuft, weiter zuzusichern. Wenn sich die Koalition an dieser Stelle nicht bewegt, dann werden Ende des Jahres diese Stellen auslaufen, sie werden wegfallen und sie werden es ihrer Nachfolgeregierung überlassen, die Scherben zusammenzufegen. Deshalb, meine Damen und Herren, die zusätzliche Schulsozialarbeit, die muss erhalten bleiben und der Bund muss hier seiner Verantwortung nachkommen. Letzter Satz. Letztlich, Schule, die ist für Schüler da. Wer über Lehrerausbildung redet, der muss auch über Schülerinnen und Schüler reden. Das, was wir hier bewegen wollen in der Lehrerausbildung, das muss auch was bei Schülerinnen und Schülern bewegen. Da muss was ankommen. Deswegen ist die Fokussierung auf den Unterricht gut. Und es muss natürlich an der Stelle auch deutlich werden, dass Lehrerinnen und Lehrern für ihre Arbeit eben auch die Wertschätzung zukommt, die sie verdienen, denn es ist eine der wichtigsten Berufsgruppen. Herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun die